Herr Schütte, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung an Ihre Ehefrau Jennifer Schütte. Ich habe meiner Frau kein Haar gekrümmt. Wir werden sehen. Herr Schütte, Ihr Vorname ist Mark. Sie sind am 3. August 1981 in Enger geboren, habe ich mir notiert. Wohnen in Köln, sind verheiratet. Kinder haben Sie keine. Sie leben allerdings von Ihrer Ehefrau getrennt. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Finanzdienstleister im Außendienst. Die Anklage bitte, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Am 1. Oktober 2010 kam der Angeklagte in seiner Mittagspause überraschend nach Hause. Seine Ehefrau Jennifer Schütte, mit der er zu diesem Zeitpunkt erst 2 Wochen verheiratet war, wollte gerade mit der Straßenbahn in die Stadt fahren. Der Angeklagte begleitete sie zur Haltestelle, geriet dort mit ihr aber so in Streit, dass er sie mit dem Kopf mehrfach gegen einen der stählernen Fahrkartenautomaten stieß. Jennifer Schütte erlitt schwere Kopfverletzungen. Mark Schütte wird daher wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Schütte, werden Sie Angaben zur Sache machen oder wollen Sie schweigen? An dieser ganzen Sache ist absolut nichts dran. Ich bin dieses Stück da zur Bahn mit meiner Frau gegangen und dann musste ich wieder zurück. Ich wüsste selber gerne, was dann passiert ist. Ich auch. Was ich jedenfalls weiß, ist Folgendes, dass Ihre erheblich verletzte Ehefrau noch am selben Tag ihre Sachen zu Hause abgeholt hat und zu ihrer Mutter gezogen ist. Warum hat sie sich von Ihnen getrennt, 2 Wochen nachdem man gerade geheiratet hatte, wenn nichts vorgefallen ist? Ja, das ist ja wirklich eine sehr gute Frage. Bitte, holen Sie sie doch rein, ja? Für mich ist sie ja nicht mehr erreichbar, seitdem Ihre Mutter sie bei sich versteckt und ständig auflegt, wenn ich versuche, meine Frau endlich mal ans Telefon zu kriegen. Ja, Frau Vorsitzende, machen wir das doch. Holen wir sie doch rein. Vielleicht sagt sie uns hier etwas. Bei der Polizei hat sie ja leider keine Angaben mehr gemacht. Ja, natürlich nicht, weil ich sie nicht geschlagen habe. Jennifer Schütte, bitte. Und Sie nehmen bitte neben Ihrem Verteidiger Platz. Frau Schütte, nehmen Sie doch bitte Platz. Frau Schütte, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man es nicht tut, macht man sie strafbar. Jennifer ist Ihr Vorname. Sie sind 27 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Erzieherin. Als Ehefrau des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Es ist Ihre Entscheidung. Wollen Sie aussagen? Ich möchte schon aussagen. Frau Schütte, Ihr Mann sagt weiterhin, dass er es jedenfalls nicht gewesen sei, der Sie am 1. Oktober 2010 so kräftig mit dem Kopf gegen diesen Fahrkartenautomaten geschlagen habe und schwer verletzt dabei habe. Ich habe noch ein paar Fotos davon, allerdings nach der ersten Versorgung aufgenommen. Die anderen erspare ich uns. War er es jetzt oder war er es nicht? Ich möchte mich der Sache mal anders nähern. Frau Schütte, seit wann sind Sie und Ihr Ehemann zusammen? Seit März 2010. Das ist an sich nicht lange. Wie haben Sie sich kennengelernt? Also das war in einem Bowlingcenter. Und wir hatten Betriebsausflug. Und Marc hatte mit seiner Firma die Bahn neben uns. Und naja, ich war ziemlich schlecht und habe immer nur Pumpen geworfen. Da ist Marc rübergekommen und hat mir geholfen. Und dann bin ich doch noch Zweite geworden und er hatte dann gemeint, dass wir das feiern müssten und da hat das eben dann so angefangen und dann haben wir geheiratet nach einem halben Jahr. Ja, und du kannst doch nicht sagen, dass du auch nur einen Tag davon unglücklich gewesen wärst, Herr oder? Schütte, ich denke nicht. Sie sind jetzt nicht dran, ja? Hat Ihr Ehemann Sie in der Zeit jemals geschlagen? Nein, wirklich nicht. Ich kann nur sagen, dass Marc wirklich ein Mann ist, wen sich eine Frau nur wünschen kann. Jedenfalls sind Sie am 1. Oktober direkt von der Straßenbahnhaltestelle ins Krankenhaus eingeliefert worden. Mit Platzwunden war es Jochbeinbruch, Gehirnerschütterung und so weiter. Ich habe die Fotos da, Sie kennen sie und das sind die etwas besseren davon. Sie sahen sich viel, viel schlimmer aus. Wie sind Sie jetzt zu diesen Verletzungen gekommen? Ja, ich bin ein bisschen tollpatschig und bin gegen den Fahrkartenautomat gestolpert. Und naja, da habe ich eben gleich so viel geblutet, weil ich habe ziemlich niedrigen Blutdruck und ab und zu Gleichgewichtsstörungen. Auf jeden Fall bin ich danach dann zu meiner Mutter, weil sie ja Zeit hatte, mich zu pflegen. Marc musste ja immer so viel arbeiten. Frau Schütte, wir haben eine Zeugin, die habe ich auch geladen. Die schildert die Situation am Fahrkartenautomaten total anders. Die war an der Haltestelle und ich werde Ihre Vernehmung erst einmal unterbrechen und mit dieser Zeugin fortsetzen. Frau Breuer, bitte. Frau Schütte, Sie nehmen mal bitte hinten Platz. Frau Breuer, bitte nehmen Sie Platz.
Frau Breuer, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Frau Breuer, Ihr Vorname ist Vanessa. Sie sind 30 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Tätowiererin. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Richtig. Frau Breuer, was hat sich am 1.10.2010 an dieser Haltestelle am Fahrkartenautomat abgespielt? Also ich war auf dem Weg zur Arbeit, habe dort auf die Linie 18 gewartet und dann habe ich eine SMS von meinem Kollegen aus dem Studio gekriegt und da war ich ehrlich gesagt schon fertig mit der Bereifung. Was war so schlimm an dieser SMS? Ja, es ging darum, dass ich an dem Tag noch einen Kunden annehmen sollte, der aber erst ab 22 Uhr kann. Das hätte für mich bedeutet, ich wäre nicht vor 12 Uhr nachts aus dem Studio gekommen und da fängt so eine Schicht natürlich schon gut an. Es war gerade mal eins. Also Sie waren abgelenkt. Eine Situation kam auf Sie zu, die Sie super beschissen fanden. Da will ich irgendwo hingucken, aber Sie beobachten das Gesamtgeschehen ist da auf diesem Bahnsteig und machen all diese tollen Beobachtungen, ja? Also ich war zwar sauer, aber nicht blind und das habe ich mit Sicherheit mitgekriegt. Ah, ich habe das Handy weggesteckt und da habe ich gesehen, wie er Sie gegen den Fahrkartenautomat gerammt hat. 3 oder 4 Mal, das kann man nicht übersehen. Davon ist doch nichts wahr. Ach nein, ich war gerade auf dem Weg nach drüben, um einzugreifen, da sind Sie abgehauen. Ich hätte Ihre Frau ja wohl schlecht so liegen lassen können, blutend und bewusstlos. Frau Schütte, die Zeugin schildert das hier sehr plastisch. Ich wüsste auch im Moment nicht, warum sie sich das alles ausdenken sollte. Und an ihrer Körperhaltung sehe ich, dass sie sich hier alles andere als wohlfühlt. Es ist natürlich auch kein Wohlfühlplatz, aber wollen Sie Ihrer Aussage noch was hinzufügen? Frau Schütte, Sie haben Zuflucht gesucht bei Ihrer Mutter. Sie wohnen nicht mehr zu Hause. Sie verstecken sich da. Warum denn? Weil Sie Angst haben vor Ihrem Ehemann. Hat er Sie noch bedroht in der Zwischenzeit? Belästigt er Sie weiterhin? Ruft er Sie weiterhin an? Ich will das nicht mehr. Ich kann das nicht. Noch Fragen an die Zeugin Breuer? Nein, jetzt hier nicht. Danke. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Und die Zeugin Schütte braucht eine Pause. So können wir nicht weitermachen. Die Verhandlung wird unterbrochen. Frau Schütte, trinken Sie mal ein Glas Wasser. Danke. So, wir sind jetzt hier zu zweit. In aller Ruhe können wir reden. Warum sagen Sie dem Gericht nicht, was wirklich passiert ist? Es ist ja was passiert. Deswegen ist Marc ja auch so ausgerastet. Meine Mutter hatte recht, ich hätte ihn nicht so schnell heiraten dürfen. Ich kannte ihn ja kaum. Was haben Sie denn herausgefunden über Ihren Mann? Naja, dieses ermordete Mädchen, diese Anhalterin, na, über die so viel in der Zeitung stand, die hat Marc mitgenommen. Und danach war sie weg. Und dann habe ich noch diese Zeitungsartikel darüber gefunden, in seinen Sachen. Und darüber ist es dann zur Auseinandersetzung zwischen Ihnen gekommen, an der Straßenbahnhaltestelle? Ja. Ich wollte zur Polizei und da ist er nach Hause gekommen und hat wohl irgendwas bemerkt, denn er hat mich wie selbstverständlich begleitet. Ja, und dann hat er in meiner Tasche diese Zeitungsartikel und das Stofftier gefunden. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich jetzt zur Polizei gehe. Und er hat gesagt, dass ich wohl verrückt geworden bin und ist total ausgerastet. Okay. Ich habe ihn gar nicht wiedererkannt. Frau Schütte, passen Sie auf. Genau das sagen Sie gleich der Richterin. Und dann wird alles gut. Dann wird Ihr Mann verurteilt für das, was er Ihnen angetan hat. Und ich nehme ihn noch im Gerichtssaal fest, wegen Totschlags. Und dann passt das alles. Dann müssen Sie keine Angst mehr haben. Sie schaffen das. Sollen wir gehen? Herr Schütte, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir uns kennengelernt haben. Wegen gefährlicher Körperverletzung an Ihrer Ehefrau. Die Berufung läuft. Ja, Gott sei Dank läuft die. An der Aussage von meiner Frau war doch nichts dran. Und Sie haben es auch noch geglaubt. Sie sind auch reingefallen. Ey, super. Bei Ihnen habe ich doch null Chance, oder? Das sehe ich nicht so, Herr Schütte. Neues Spiel, neues Glück. Es ist jedenfalls so geregelt, rechtlich, damit Sie es verstehen, dass ich damals eine andere Tat verhandelt habe. Die ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens hier. Es gibt also keinerlei Ausschlussgründe nach § 22 fortfolgenden der Strafprozessordnung. Seien Sie sicher, dass Ihr Verteidiger auf jeden Fall einen Antrag gestellt hätte wegen Befangenheit oder sonst was, wenn er sich irgendwelche Chancen daraus versprochen hätte. Und jetzt beginnen wir die neue Verhandlung, Herr Schütte, ganz normal.
Wir verhandeln nämlich hier Ihre Strafsache wegen Totschlags an Lena Müller, deren Mutter Kerstin Müller als Nebenklägerin an der Verhandlung teilnimmt. Herr Schütte, Ihr Vorname ist Marc. Sie sind am 3.8.1981 in Enger geboren. Verheiratet, Kinder haben Sie keine und vom Beruf sind Sie Finanzdienstleister. Seit dem 5.12.2010 sind Sie in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt in Köln. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Am 10. September 2010 nahm der Angeklagte an einer Raststätte an der A1 die Tramperin Lena Müller in seinem Wagen mit. Obwohl er eine Woche später heiraten wollte, steuerte er mit ihr einen einsam gelegenen Autobahnparkplatz an, um mit ihr dort intim zu werden. Aus nicht bekannten Gründen eskalierte die Situation. Lena Müller verschluckte sogar die Eheringe, die der Angeklagte bereits gekauft hatte. Der Angeklagte schlug Lena Müller daraufhin mit ihrem Kopf gegen einen steinernen Tisch, erwürgte die Schwerverletzte zuletzt und verscharrte ihre Leiche in einem nahegelegenen Wald. Marc Schütte wird daher wegen Totschlags angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Schütte, werden Sie in diesem Fall Angaben zur Sache machen oder werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen? Ich zerbreche mir schon die ganze Zeit den Kopf, wie meine Frau mir das einbrocken konnte. Ich meine, wie kann man sich so jemanden in einem Menschen täuschen, ja? Ich habe mit dem Tod von diesem armen Mädchen nicht das Geringste zu tun. Meine Tochter war 19, als ich sie beerdigen musste. Und Sie fallen hier in Selbstmitleid. Es tut mir auch leid für Sie, aber weshalb soll mein Leben deshalb den Bach runtergehen, ja? Ich habe sie ein Stück im Auto mitgenommen. Wie ist es dazu gekommen, dass die Lena am 10. September 2010 in ihren Wagen gestiegen ist, Herr Schütte? Ja, auf der A1 bin ich an der Raststätte Meckler so gegen 17 Uhr rausgefahren. Da habe ich öfter Pause gemacht auf einen Kaffee und da habe ich mich dann erst mit der Sigrid Heufeld, die arbeitet im Service, unterhalten und ja, irgendwie kam ich dann mit Lena ins Gespräch. Herr Schütte, wer ist auf die Idee gekommen, dass Lena nunmehr mit Ihnen die Fahrt zumindest ein Stück weit gemeinsam führen soll? Sie oder Lena? Ja, Lena hat erzählt, dass sie auf dem Weg zu ihrer Mutter nach Bremen ist. Und das Ganze, weil sie irgendwie Zoff mit ihrem Freund hatte. Und dann hat sie noch gesagt, dass sie sich den nächsten Fahrer ein bisschen genauer anschauen will, weil der davor hat sie angefasst. Und ja, da habe ich gesagt, dass ich noch bis Münster muss und dass sie dann natürlich ein Stück mitfahren kann. Und dann dachte ich mir, nehme ich sie mit, bevor sie dann vielleicht wieder an den Falschen gerät. Ne? Ja, an den Falscheren hätte sie ja wohl gar nicht geraten können. Frau Müller, ich habe Ihre Tochter schon an dem Autobahnparkplatz Bamsfeld wieder rausgelassen. Was dann passiert ist, das weiß ich doch auch nicht. Der Psychopath, der Ihre Tochter getötet hat, läuft irgendwo draußen rum. Mein Bruder wollte Ihrer Tochter lediglich einen Gefallen tun, hat sie ein Stück mitgenommen. Und jetzt wird ihm hier ein Mord angehängt? Herr Schütte, die Lena wollte ja nach Bremen und hätte an sich noch eine ganze Weile mit Ihnen mitfahren können. Weshalb ist sie jetzt an diesem Parkplatz in Bamsfeld schon wieder ausgestiegen, wie Sie sagen? Das ist ja kurz hinter Dortmund, ne? Ja, das war wegen ihrem Freund, dem Jonas. Mit dem hatte sie ja den Zoff. Und ja, ich habe ihr dann gesagt, dass das Leben eigentlich zu kurz ist, um zu streiten. Und sie meinte dann auch, ja, ich hätte recht und wollte ihn dann anrufen, dass er sie abholt. Und ja, ich sollte sie dann da rauslassen. Wissen Sie, Herr Schütte, bei der Obduktion der Leiche, die man eine Woche später gefunden hat, hat man ja eine äußerst ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Frau Vorsitzende, dürfte ich einmal die Beweisstücke haben, die im Magen der Leiche sichergestellt worden sind? Meine Ehring. Und falls Sie die Gravur bekommen, wollen Sie die Gravur sehr auch? Gerne. Dann darf ich Ihnen meine Lupe mit auf den Weg geben. Das sind die Eheringe, die Sie für die Hochzeit, die eine Woche später stattfinden sollte, schon gekauft und die Sie schon dabei hatten. Und jetzt erklären Sie uns doch bitte mal, wie die in den Magen des Mädchens gekommen sind. Haben Sie sie eigentlich deshalb gewürgt, weil sie sie verschluckt hatte und Sie irgendwie gehofft haben, Sie könnten die wiederkriegen? Oder warum haben Sie die Schwerverletzte noch gewürgt? Das habe ich doch gar nicht mitbekommen, wie sie die weggenommen und geschweige denn geschluckt hat. Das habe ich doch erst gesehen, als ich ein paar Stunden später die Schatulle aufgemacht habe. Ja, und dann? Dann waren die Ringe weg und dann haben Sie einfach neue bestellt. Diesmal allerdings, und das ist auffällig, Frau Vorsitzende, mit einer recht simplen Gravur. Da stand dann nur noch in den Ringen, in den neuen, die Sie bestellt haben, Marc und Jennifer und das Datum der Hochzeit, 17.09.2010. Tja. Herr Römer, richtig? 99% haben in Ihren Eheringen so eine Gravur stehen. Ist das wirklich das Beinchen, auf dem Ihre Anklage steht? Ja? Bestreitet ja, dass 99% der Deutschen Marc und Jennifer heißen und das in ihre Ringe eingravieren würden. Aber es ist doch außergewöhnlich, dass sie am Anfang eine völlig andere Sache hatten. In den Ringen steht was anderes drin. Sollen wir uns das zusammen mal ansehen? Ja, in dem einen Ring steht drin,
Nichts trennt uns mehr und in dem anderen steht endlich bei dir angekommen. Und jetzt frage ich mich, warum haben Sie diese Gravur nicht beibehalten? Hatten Sie irgendwie Angst, möglicherweise wird die Leiche des Mädchens gefunden, dann steht in der Zeitung selbstverständlich drin, dass sie Ringe im Magen hatte mit dieser Gravur und sie würden auffallen, wenn sie dasselbe nochmal sich eingravieren lassen? Oder wie haben Sie sich das vorgestellt? Nein, so denkt kein normaler Mensch, Herr Römer, so denken nur Sie. Nein, so denke ich in der Tat nicht. Ich habe das gemacht, weil überhaupt keine Zeit mehr übrig war, in der kurzen Zeit diese feinen Gravuren in Auftrag zu geben. Und was hätte ich denn meiner Frau erklären sollen, wie die Ringe weggekommen sind, weil ich eine verrückte Anhalterin mitgenommen habe? Wenn Sie sie nur mitgenommen haben, wenn da weiter nichts vorgefallen ist, können Sie Ihrer Frau das doch erzählen. Man hat doch Vertrauen, wenn man heiraten will, oder hat man das nicht? Wo haben Sie sie denn mitgenommen, das Mädchen? Im Kofferraum? Wissen Sie, im Kofferraum hat man nämlich Hautpartikel von der Lena gefunden, weil sie sie dort transportiert haben. Und sie haben sie transportiert von der vom Parkplatz Bamsfeld, wo sie sie angeblich rausgelassen haben wollen, zu dem Waldstück hier. Man hat an diesem Parkplatz an dem Tisch Blutspuren des Mädchens gefunden. Sie haben sie hier erst verletzt, dann zu Tode gewürgt und dann haben sie in ihrem Wagen im Kofferraum ein Stückchen weiter transportiert bis in den Wald. Und dort hat man ihre Leiche gefunden. Spaziergänger, eine Woche später. Seien Sie mir nicht böse, Herr Römer, von dem ganzen Schwall ist haltbar, dass die Blutspuren an dem Tisch, die zu dem Mädchen passen, möglicherweise etwas mit der Tat zu tun haben könnten. Mhm. Wie Hautpartikel an einem Gegenstand zu einem anderen Gegenstand getragen, wissen selbst Sie. Wenn ich Ihnen meinen Herrenkamm, den ich nur sehr selten aufgrund meines schütteren Haars brauche, ausleihe und Sie werfen ihn dann schnodderig auf die Rücksitzbank, sind meine Hautpartikel drauf. Und wenn man mich dann tot auf Ihrer Rücksitzbank findet, sind Sie mein Mörder oder was? Herr Krechel, Sie reden von der Reisetasche, die man ja nicht gefunden hat, aber von der wir wissen, dass das Mädchen sie dabei hatte. Und wir haben ein baugleiches Modell hier mal abfotografiert. Ja. Diese Reisetasche ist sehr klein, wie Sie sehen. So eine Reisetasche kann man unproblematisch im Fußraum unterbringen. Warum soll das Mädchen sie? Warum soll das Mädchen sie? Warum soll das Mädchen sie überhaupt in den Kofferraum tun? Das frage ich mich. Und ich frage mich noch was: Warum sind Sie derart ausgeflippt, als Ihre Frau diese Zeitungsartikel gefunden hat und als die Frau sie auf die Anhalterin angesprochen hat? Warum sind Sie so ausgeflippt und warum haben Sie Ihre eigene Frau schwer verletzt, wenn da alles überhaupt nichts dran ist? Genau das. Haben Sie dazu noch weitere wissenschaftliche Erkenntnisse, Herr Krechel? Oder möchten Sie mir was über Ihren Kamm erzählen? Das eine noch für das andere verurteilt. Er hat weder seine Frau geschlagen, noch diese Frau erschlagen. Dürfte ich freundlicherweise A, meine Lupe, B, die Beweismittel? Frau Vorsitzende, selbstverständlich. Ich habe es gern komplett bei mir oben, falls es nochmals darauf ankommen sollte. Sehr gerne. Vielen Dank. Noch Fragen an den Angeklagten? Nein. Dann möchte ich in der Tat jetzt mit der Ehefrau von Ihnen beginnen. Jennifer Schütte bitte und Sie nehmen bitte neben Ihrem Verteidiger Platz. Frau Schütte. Frau Schütte, bitte nehmen Sie Platz. Frau Schütte, Sie wissen, ob man Gericht die Wahrheit sagen muss, ob man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Ihr Vorname ist Jennifer, Sie sind 27 Jahre alt und wohnen in Köln. Von Beruf sind Sie Erzieherin. Als Ehefrau des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Und, § 55, Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen von uns gar nicht zu beantworten. Nämlich dann, wenn Sie sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Und Sie wissen, worauf ich anspiele, wenn es vielleicht damals gar nicht so gewesen ist am Fahrkartenautomat. Wir hatten das Verfahren ja zusammen. Wollen Sie aussagen? Natürlich sage ich aus. Frau Schütte, Sie haben ja damals einen Zusammenhang gesehen zwischen dem Tod von der Lena Müller und ihrem Ehemann, weil Sie diese Zeitungsartikel, die man ausgeschnitten hat, in seinen Sachen gefunden haben und auch noch dieses Stofftier dazu. Wie hat Ihr Ehemann reagiert, als er diese Sachen bei Ihnen gefunden hat oder gesehen hat? Also, er hat meine Tasche ausgeschüttet, mitten auf die Straße. Und dann hat er versucht, alles ins Lächerliche zu ziehen, ob ich zu viele Krimis gesehen hätte oder ob mir langweilig sei. Ja, und als ich dann zu ihm gesagt habe, falls er nichts zu verbergen hätte, könnte er mitkommen zur Polizei, da ist er schlagartig anders geworden. Er ist total ausgerastet, eiskalt. So habe ich ihn noch nie vorher erlebt. Was glaubst du denn, ja? Ich habe mich gefreut, dass ich der Frau, mit der ich gerade mal 2 Wochen verheiratet bin, einen Kuss zwischen 2 Terminen geben kann. Und die ist gerade auf dem Weg zur Polizei und glaubt, dass ich ein Frauenmörder bin. Ja, da kann man schon mal kurz schlechte Laune bekommen.
Schlechte Laune nennst du das? Du hast meinen Kopf gepackt und wie wild gegen den Fahrkartenautomat geschleudert. Immer wieder dagegen. Ach Jenny, jetzt hör doch mal auf. Du bist doch mit ihm verheiratet. Das wärst du nicht, wenn er kein guter Mensch wäre. Wenn ein Mann Frauen auf Händen trägt, dann ist es doch Marc. Melanie, du kennst ihn so nicht. Ich schon. Das er hat sich total geändert. Das kann doch alles nicht wahr sein. Niemals. Frau Schütte, bitte halten Sie sich zurück. Als Schwester ist mal engagiert, ich weiß es aber trotzdem. Frau Schütte, wo haben Sie eigentlich genau diese Zeitungsartikel und diese Stofftier bei Ihrem Mann gefunden?